Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 140 Stundenkilometern deckten das Dach der Poliklinik ab. Die Innenstadt ist mit Dachziegeln und herabgewehten Trümmern übersät. Sie wurde für den Verkehr gesperrt. Zahlreiche Fahrbahnen waren durch umgestürzte Bäume blockiert. Allein auf der Bundesstraße nach Lübeck wurden innerhalb von 10 Minuten 60 Bäume entwurzelt. Die Feuerwehr war den ganzen Tag über ununterbrochen im Einsatz. Viele Häuser wurden erheblich beschädigt. Die Stromversorgung in ländlichen Gebieten war stundenlang unterbrochen. Sturmschäden. Besonders betroffen sind immer die Wälder. Aufräumen ist angesagt. Von Natur aus erledigen das eigentlich Käfer und Pilze, die auf Holzfressen spezialisiert sind. Vor 20 Jahren stellten wir diese besondere Lebensgemeinschaft in einem Film vor. Heute werden die Holzzersetzer wieder wichtig. Die Förster holen sich nur die wertvollen Stämme. Das Restholz bleibt liegen und das rechnet sich sogar. Bei der Holzernte im Wald fallen ja außer den guten, nutzbaren Stämmen auch immer Teile an, die man eigentlich gar nicht gut verkaufen kann. Sei es, weil sie zu dünn sind oder zu krumm oder faul oder ästig. Und das im Walde liegen zu lassen, ist überhaupt kein wirtschaftliches Problem. Im Gegenteil, es würde oft noch Geld kosten, das aufzuräumen, etwa solche abgebrochenen Fichtenstümpfe abzusägen, sodass wir da keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben. Vor 20 Jahren filmten wir im Westerwald. Die Forstwirtschaft war auf industriemäßige Holzproduktion ausgerichtet. Wie in einer Plantage wurden die Fichten als Monokultur gepflanzt. Die Stämme wuchsen in Reih und Glied, alle gleich alt, damit sie alle zur gleichen Zeit gefällt werden konnten. Das galt als wirtschaftlich. 20 Jahre danach wünschen sich die Förster solche Wälder. Verschiedene Baumarten in den unterschiedlichsten Altersklassen wachsen nebeneinander. Es gibt genug Platz für dichtes Unterholz. Wir fanden diesen abwechslungsreichen Laubwald bei Ratzeburg in Schleswig-Holstein. Das zuständige Forstamt wirtschaftet schon seit längerem naturnah. Förster denken in langen Zeiträumen. Bis sie die Bäume fällen können, die sie vor 20 Jahren gepflanzt haben, vergehen noch Jahrzehnte. Erst dann wird hier der Wald naturnah wachsen. Keine 2 Minuten brauchen Holzfäller für einen Baum. Fast 100 Jahre ist er gewachsen. Jedes Jahr wurde er nur ein paar Millimeter dicker. Nur ein Baumstumpf, hieß unser Film vor 20 Jahren. Wir zeigten, wie viel Leben in einem Baumstumpf steckt und wie man den natürlichen Zerfall als Naturdetektiv selbst erforschen kann. Zuerst wachsen Bakterien, Pilze und Algen im sogenannten Splintholz am äußeren Rand des Stumpfes. Hier strömte einst der Saft des Baumes. In den alten Leitungen lagern noch genügend Nährstoffe für die neuen Siedler. Sehr bald erscheinen Rüstkäfer. Der Alphilmex. Von dem Duft, der entsteht, wenn Bakterien Holz zersetzen, werden Käferweibchen angelockt. Er verspricht viel frisches Holz als gutes Futter für die Larven. Die Weibchen legen ihre Eier in den Stumpf. Und so sieht die Geburtsanzeige für Käferlarven aus. Feines, weißes Holzmehl auf der Rinde des Stumpfes. Die Larven haben es aus ihren Bohrgängen im Holz nach draußen transportiert. Die große Menge Holzmehl lässt vermuten, dass im Innern des Baumstumpfes reges Leben herrscht. An der Farbe des Mehls können Sie erkennen, in welchem Teil des Stammes die Käferlarven gerade bohren. Larven, die in der Rinde leben, produzieren braunes Mehl. Es lohnt sich, Baumstümpfe näher zu untersuchen, an denen man viel Holzmehl findet. Vor 20 Jahren filmten wir in den Wäldern rings um Göttingen. Damals waren solche Baumstümpfe fast das einzige tote Holz, das die Förster im Wald zurückließen. Nur hier ließ sich der natürliche Zerfall von Holz beobachten. Graue Flecken zeigen an, dass bereits Pilze im Holz wachsen. Hilfreich ist eine Lupe. Käfereier, so klein wie ein Stecknadelkopf, lassen sich sonst nur schwer finden. Der Mutterkäfer baut unter der Rinde die Brutkammern.
Jede Art hinterlässt ein für sie charakteristisches Fraßbild. Dieses stammt vom Nutzholz Borkenkäfer. Obwohl das Holz noch sehr hart ist, leben darin bereits Käfer. Es sind Burkäfer. Aber weder sie noch ihre Larven können das Holz direkt verdauen. Nur mit Hilfe eines Tricks überleben sie. Sie halten sich Pilze, die ihnen die Nahrung vorverdauen. Die Pilzsporen bringt das Käferweibchen von draußen mit. Der Pilzbewuchs färbt die Bohrgänge dunkel. Auch das Holz ringsherum wird angegriffen. Erst nachdem das Holz von den Pilzen zersetzt ist, können es die Larven verdauen. Eine sinnvolle Anpassung. Käferlarven, die tief im harten Holz des Baumstumpfs leben, sind vor dem Schnabel des Spechtes sicherer als die Rindenbewohner. Die meisten Käfer, die in Baumstümpfen leben, gehen nur in bereits abgestorbenes Holz. Sie sind für lebende Bäume kaum eine Gefahr. Doch genau das befürchteten die Förster noch vor 20 Jahren. Deshalb räumten sie die alten Äste aus dem Wald. Heute bewerten sie diese Gefahr nicht mehr so hoch. Zwar vermehren sich Borkenkäfer im alten Holz manchmal in Massen und befallen den angrenzenden Wald, doch was man damals nicht wusste, die Käfer besiedeln dann zuerst bereits kranke Bäume, die wirtschaftlich wenig Wert haben. Um die Borkenkäfer anzulocken, fällen die Förster heute Fangbäume. In das frische Holz legen die Käfer lieber Eier als in lebende Stämme. Nach ein paar Wochen schaben die Arbeiter die Rinde ab. Darunter wimmelt es von Larven. Die Rinde wird verbrannt. Das ist eine Übergangslösung, bis der naturnahe Wald Wirklichkeit wird. Auf lange Sicht versuchen wir das zu vermeiden, indem wir die Fichte überhaupt nicht mehr in reinen Beständen hier anpflanzen, sondern sie nur noch als Mischbaumart mit der Buche oder mit der Kiefer kombinieren. Dann werden diese Probleme nicht mehr groß sein. Vor 20 Jahren an einem Berghang im Harz bei Braunlage. Wir wollten sehen, was dort in den Fichtenstümpfen lebt. Unser Beobachtungstipp von damals: Baumstümpfe vermodern in einem ganz bestimmten Rhythmus. Der Verlauf des Zerfalls lässt sich aber nie genau vorhersagen. Zu viele unberechenbare Faktoren wirken dabei mit. Wenn man mehrere Stümpfe miteinander vergleicht, kann man sehen, welche Tiere und Pflanzen beim Abbau beteiligt sind und wie lange es dauert, bis unterschiedliche Baumarten zu Humus werden. Diese Tiere heißen Saftkugler. Sie rollen sich bei Gefahr zu einer festen Kugel zusammen. Erst wenn sie sich sicher fühlen, zeigen sie ihre natürliche Körperform. Saftkugler erscheinen erst nach ein paar Jahren im Baumstumpf. Sie leben von bereits vermodertem Holz. Die Saftkugler sind mit den bekannten Kellerasseln verwandt. Viele Tiere, die an der Verarbeitung des Baumstumpfes beteiligt sind, bevorzugen eine feuchte Umgebung. Deshalb zerfallen Stümpfe an feuchten, schattigen Plätzen schneller als an trockenen. Bei den Schnecken, die vom Moderholz leben, sind die Häuser häufig flach zusammengedrückt. Unter der Baumrinde würden dicke, runde Schneckenhäuser nur stören. Hundertfüßler sind keine Holzfresser, sondern Jäger. Sie suchen Kleintiere unter der Rinde. Ihr Name ist eine Übertreibung. Diese Art zum Beispiel hat nur 62 Füße. Ein junger Bergmolch sucht Schutz in den Ritzen des Stumpfes. Auch er lebt von holzfressenden Kleintieren. Fünf bis acht Jahre, nachdem der Baum gefällt wurde, ist im Stumpf die aktivste Zeit. Viele der jetzt hier lebenden Tiere lassen sich allerdings nicht immer leicht bestimmen. Da muss man Mut zur Lücke haben. Unser Hinweis im alten Film? Wenn Sie das Leben an Baumstümpfen untersuchen wollen, sollten Sie sich zunächst auf wenige Tier- und Pflanzenarten beschränken. Allein über 1000 Käferarten wurden in und an Baumstümpfen nachgewiesen.
beschäftigen sie sich anfangs nur mit den Käfern oder Pilzen, die sich leicht bestimmen lassen. Dann haben sie schon genug zu tun. Auch Pilze sind wichtige Holzzersetzer. Was wir im Allgemeinen Pilz nennen, ist nur der Fruchtkörper. Den eigentlichen Pilz bilden feine, lange Fäden. Hier zum Beispiel das weißgraue Myzel. Die braunen Stellen daneben sind wieder Bohrmehl von Insektenlarven, die unter der Rinde lebten. Dieses Loch im Baumstumpf ist das Werk des Rotfäulepilzes. Über eine Wunde in der Rinde sind Pilzsporen in den lebenden Baum eingedrungen. Schon im stehenden, scheinbar gesunden Baum breiten sich die Pilze aus und beginnen, das Holz zu zersetzen. Äußerlich merkt man den kranken Bäumen meistens noch gar nichts an. Wenn der Baum gefällt ist, können Luft und Regenwasser direkt ins Holz eindringen. Dann wachsen die Pilze noch schneller. Die Pilzfäden breiten sich bis in die Wurzeln des Stumpfes aus. Und von hier wandern sie weiter. Ein Baumstumpf steht nicht völlig isoliert im Waldboden. Durch seine Wurzeln ist er mit anderen Stümpfen und Bäumen verbunden. Auf diesem Weg arbeiten sich die Pilze sogar bis in gesundes Holz vor. Manchmal ist ein Baumstumpf von über 20 Pilzarten besiedelt. Nur einige davon bilden regelmäßig Fruchtkörper. Wenn das erste Gras aus dem Holz sprießt, beginnt die Endphase des Zerfalls, rund 10 bis 12 Jahre, nachdem der Baum gefällt wurde. Solange noch Rinde am Baumstumpf ist, kann man auch das braune Bohrmehl der Insektenlarven finden. Es sind aber andere Käferarten, die jetzt auftauchen. Ihre Larven können kein hartes Holz zersetzen. Sie leben von dem, was die Vorgänger bereits einmal verdaut haben. Die restliche Rinde lässt sich jetzt leicht ablösen. Der Stumpf zerfällt immer mehr zu Mulm. Bakterien übernehmen die weitere Verwandlung in Humus. Tiere, die reine Holzfresser sind, findet man nur noch selten. Eine Raubfliege sucht einen Platz, um Eier zu legen. Ihre Maden sind reine Mulmfresser. Fliegenmaden lassen sich von anderen Insektenlarven leicht unterscheiden, weil sie keine ausgebildeten Beine besitzen. Faules Holz, ganz munter, das gab es vor 20 Jahren vor allem in den Baumstümpfen auf großen Kahlschlägen. 20 Jahre danach in einem Buchenwald in der Lüneburger Heide. Holz, das sich nicht verkaufen lässt, bleibt einfach liegen. Beobachtungen, die wir damals nur an Baumstümpfen machen konnten, sind heute an ganzen Stämmen möglich. Ein Förster führt Schüler, die das Jugendwaldheim Ehrhorn besuchen. Ich hatte ja schon gesagt, hier sind verschiedene Biotope drin und alle möglichen Tierarten leben hier drin. Was ihr hier sehen könnt zum Beispiel, ist hier und dort eine Käferart, die sich in das Holz reingebohrt hat und jetzt hier in dem Holz ihre Larve abgelegt hat. Erst ein kleines Ei und daraus entsteht dann eine Larve. Diese Larve frisst nicht etwa das Holz, sondern mit der Larve zusammen ist eine Pilzart hier reingekommen. Die Pilze, die wir so kennen, die wir hier auch sehen können, das hier ist zum Beispiel auch ein Pilz, oder die ihr kennt, das sind nur die Früchte des eigentlichen Pilzes. Der Pilz selber ist ein Geflecht, ein weißes Geflecht, das sich durch den ganzen Stamm zieht oder auch zum Teil im Boden drin längs sich zieht
und dann Teile dieses Stammes oder auf der Blätter zerfrisst. Drei Stück. Oh ja, da haben wir schon jemanden. Zwei haben wir hier jetzt schon mal drin sitzen. Einen könnt ihr ganz deutlich da sehen, der kleine längliche hier. Können alle gucken. Das ist ein 100-Füßler. 1000-Füßler kennt ihr ja? Kein 1000-Füßler hat wirklich 1000 Füße. Kein 100-Füßler hat wirklich 100 Füße. Aber der 1000-Füßler hat wesentlich mehr Füße, ganz viele kleine. Bewegt sich so fast wie eine Raupe oder eine kleine Schlange. Gut zu erkennen, ne? Ja. Wie viele Füße hat er? So, nachdem ihr sie jetzt ja gesehen habt, setzen wir die Tierchen immer wieder zurück, weil wir wollen ja niemanden töten, sondern uns die nur angucken. So, da verkriecht er sich jetzt. Was ich euch an dem hier zeigen wollte, das könnt ihr hier sehen. Hier ist ein großer Pilz dran gewesen, der hier runtergefallen ist. Der ist zerfallen, weil andere Tiere diesen Pilz, der sich erst von dem Holz ernährt hat, fressen. Das hier ist das Pilzinnere. Wenn wir jetzt hier drin gucken, dann finden wir mit Sicherheit auch einige kleine Käfer und Käferlarven, die sich von diesem Pilz ernähren. Könnt ihr sehen? Der Käfer hier gehört zu den Käferarten, zu denen die Borkenkäfer auch gehören. Ja. Nicht nur Käfer, auch zahlreiche andere Tierarten haben sich auf ein Leben in den Pilzen eingestellt. Wer sich Pilze näher ansieht, kann darin Fliegen, Springschwänze und sogar Schmetterlingsraupen finden. Ja. Ein Beobachtungstipp, den wir schon vor 20 Jahren gaben, hieß Fotografieren am Baumstumpf. Das ist auch heute noch eine reizvolle Aufgabe, vor allem für Naturfotografen, die gerne Nahaufnahmen machen. Die technischen Voraussetzungen sind heute viel günstiger und an Motiven mangelt es nie. Das ist die Larve des Zangenbockkäfers. Sie hat mindestens 3 Jahre im harten Holz gelebt und bereitet sich gerade auf die Verpuppung vor. Sie umgibt sich mit einem kleinen Schutzwall aus Holzfasern, der sogenannten Puppenwiege. In diesem Lager verwandelt sie sich in Ruhe zum Käfer. Das dauert 4 bis 5 Wochen. Die Larven des Ameisenbuntkäfers bauen sich solche Puppenwiegen. Sie umspinnen dafür Holzmulm zu einem festen Wall. Diese Larven sind keine Holzfresser. Sie ernähren sich von kleinen Borkenkäferarten. Wie lange es dauert, bis ein Baumstumpf endgültig abgebaut ist, hängt ganz von der näheren Umgebung ab. An feuchten Standorten findet sich bereits nach 8 Jahren nur noch Humus. An diesem trockenen, sonnigen Hang dagegen braucht man auch nach 12 Jahren noch Werkzeug, um das Innere zu untersuchen. In den trockenen Stümpfen leben auch ganz andere Tiere als in feuchter Umgebung. Gerade heute haben Tierarten, die lieber im Trockenen leben, wieder gute Aussichten. Im naturnahen Wald, in den stehen gebliebenen, abgestorbenen Bäumen. Die Bohrmehlmuster erstrecken sich über den ganzen Stamm. Zahlreiche Kleintiere wie Fadenwürmer und Springschwänze machen sich breit. Ihnen stellt der Tausendfüßler nach.
Sogar ein Pelztier scheint sich eingestellt zu haben. Das Fell entpuppt sich als das Geflecht eines Pilzmyzels. Vor 20 Jahren noch war es gar keine Frage, dass Pilze Pflanzen sind. Von der Öffentlichkeit kaum bemerkt, haben die Biologen sich inzwischen darauf geeinigt, dass Pilze weder zu den Pflanzen noch zu den Tieren gerechnet werden. Wegen ihrer zahlreichen Besonderheiten gelten sie jetzt als eigenständige Organismengruppe. Vor 4 Jahren wurde dieser Wald in der Lüneburger Heide vom Sturm zerstört. Früher hätten die Waldarbeiter das Holz gleich abgeräumt und eine dichte Fichtenschonung gepflanzt. Im Film vor 20 Jahren berichteten wir, wie die Förster dadurch Schädlinge regelrecht angelockt haben. Damals vernichtete der große braune Rüsselkäfer ganze Wälder. Er wurde radikal mit chemischen Spritzmitteln bekämpft. In Nadelwäldern, vor allem auf sonnigen Kahlschlägen, sind die Rüsselkäfer häufig anzutreffen. Der vorgezogene Kopf gab ihnen den Namen. Bis zu 3 Jahre alt wird so ein Käfer. 14 Tage nach der Eiablage sind die Larven geschlüpft. Unter der Rinde graben sie mit Fraßmehl angefüllte Gänge. Im Sommer des folgenden Jahres verwandeln sich die Larven zu Puppen, aus denen nach 3 Wochen junge Käfer schlüpfen. Sie suchen junge Fichtenbäumchen, um dort zu fressen. Natürlich fliegen sie in die nahe Schonung. Während also die Larven sich mit dem trockenen Holz der Stubben begnügen, fressen die Käfer die frische Rinde von jungen Fichten. Manchmal fallen die Käfer massenweise in Forstkulturen ein und richten großen Schaden an. Diese Bedrohung lässt sich einschränken, wenn alle Fichtenstümpfe in der Nähe von Schonungen gerodet werden. Aber wie gesagt, das ist eine Ausnahme. In der Regel sind Baumstümpfe keine Brutstätten für Forstschädlinge. Vor 20 Jahren bereiteten die Rüsselkäfer mit den kräftigen Beißzangen den Förstern also große Sorgen. Heute sind die großen braunen Rüsselkäfer in der Forstwirtschaft kaum noch ein Problem. Immer seltener fällen die Förster ganze Fichtenwälder auf einmal. Es bleiben keine großflächigen Kahlschläge mehr zurück, auf denen sich die Rüsselkäfer früher in Massen entwickelten. Das Erscheinungsbild unserer Wälder hat sich in den letzten Jahrzehnten schon deutlich verändert. Doch nicht immer finden die Förster Verständnis. Von den Waldbesuchern kriegen wir eine ganze Menge Kritik dazu. Und die entspringt wohl 3 verschiedenen Motiven. Zum einen sind es Menschen der älteren Generation, die noch in der Nachkriegszeit froh waren, um jedes Stück Holz, um ihren Ofen zu heizen. Denen tut es leid, wenn nutzbares Brennholz hier im Wald verdirbt. Zum anderen ist es die Landbevölkerung, die auch davon ausgeht, dass das, was gewachsen ist, auch genutzt werden sollte. Und schließlich gibt es auch die Meinung, dass ein Wald, in dem viel Totes und Absterbendes und Faulendes herumliegt, insgesamt darunter litte und irgendwie ungesund würde. Und es würden dann schließlich vielleicht auch die lebenden Bäume darunter leiden. Aber wir haben den Eindruck, dass die Bevölkerung mehr und mehr Verständnis kriegt für diese ganzheitliche Betrachtungsweise und dass sie sieht, dass wie in einem natürlichen Wald auch Leben und Vergehen Hand in Hand geht und dass also auch tote und absterbende Bäume mit in das ganze Waldgeschehen hineingehören. Vor 20 Jahren kam eine damals sehr ungewöhnliche Idee auf. Unter dem Motto Zurück zum Urwald richteten einige Forstämter sogenannte Naturwaldparzellen ein. Verhältnismäßig kleine Waldgebiete, die völlig sich selbst überlassen blieben. 20 Jahre danach besuchen wir so einen Naturwald in der Elbtalaue im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg. Das Ziel ist es, die natürliche ökologische Entwicklung ungestört zu beobachten. Als sich in dieser 200-jährigen Eiche
Massen des zweipunktigen Eichenprachtkäfers vermehrten, unternahm der Förster nichts dagegen. Die alten morschen Bäume sind für die verschiedenen Spechtarten sehr wichtig. Ein Buntspechtmännchen. Das Weibchen. In solchen Wäldern haben Stare und andere Höhlenbrüter keine Wohnungssorgen. Als dieser Baum noch stand, ist der Baumpilz ganz links gewachsen, damals mit der Unterseite nach unten. Nachdem vor einem Jahr ein Sturm den Baum gefällt hat, wachsen die neuen Pilze jetzt quer. Sie haben sich angepasst. In dem neuen Urwald ist faules Holz ganz besonders munter. Der Beweis, überall ist das Bohrmehl aus den Fraßgängen der Insekten zu finden. Die Naturwälder sind zu Rückzugsgebieten zahlreicher seltener Pflanzen und Tiere geworden. Nur ein Beispiel ist der Heldbock, einer unserer größten Bockkäfer. Die Art braucht alte, morsche Eichen, um zu überleben. Es ist gar keine Frage. Wo altes Holz liegen bleibt, stellt sich ein viel artenreicheres Tierleben ein als in ordentlich aufgeräumten Wäldern. Fachleute nennen im Wald herumliegende Äste und Stämme Totholz. Wir haben diesen Begriff in unserem Film vermieden. Wie kann man etwas Totholz nennen, das ständig neues Leben liefert?